Willkommen in der siebten Lektion dieses Moduls. Wir haben bis jetzt gesehen, dass unsere Fehlentscheidungen damit zu tun haben, dass wir die richtigen Informationen nicht haben oder die Informationen, die wir haben, nicht richtig interpretieren. In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Emotionen sich auf unsere Fehlentscheidungen auswirken können. Beginnen wir am besten mit einem kleinen Experiment. Stellen Sie sich vor, Sie haben Aktien der Firma A und Aktien der Firma B gekauft. Sie haben 1000 Aktien der Firma A zum Preis von 50 Franken und 1000 Aktien der Firma B zum Preis von 100 Franken gekauft. Der aktuelle Preis beider Aktien ist 75 Franken. Aktie A ist von 50 auf 75 Franken gestiegen und Aktie B ist von 100 Franken auf 75 Franken gefallen. Angenommen, Sie brauchen 75.000 Franken. Welche Aktien würden Sie verkaufen? Würden Sie die Aktie der Firma A verkaufen oder der Firma B? In beiden Fällen würden Sie die nötigen 75.000 bekommen. Wie würden Sie sich entscheiden? Falls Sie sich entschieden haben, die Aktien der Firma A zu verkaufen und die Aktien der Firma B zu behalten, sind Sie nicht ganz allein. Privatanleger verkaufen lieber Aktien, mit denen sie gewonnen haben, und behalten die Aktien, mit denen sie verloren haben. Ist das nachhaltig? Betrachten wir dafür die Renditen, die Privatanleger erzielen, wenn sie Gewinner verkaufen und Verlierer laufen lassen. Das sind die roten Balken in diesem Diagramm. Vergleichen wir nun diese Renditen mit den Renditen, die wir erzielt hätten, wenn wir dieselben Gewinner nicht verkauft hätten, dafür aber die Verlierer. Wir sehen, dass wir damit eine deutlich höhere Rendite erzielt hätten. Denn Anlagen, die in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen sind, tendieren dazu, sich weiter in dieselbe Richtung zu bewegen. Viele Anleger verkaufen Gewinner zu früh und verpassen Renditen, beziehungsweise halten Verlierer zu lang. Hätten sie diese früher verkauft, hätten sie viel kleinere Verluste verbuchen müssen. Warum machen wir diese Fehler? Das kann man an dem folgenden Schema illustrieren. Nachdem eine Kaufentscheidung getroffen wird, kann es gut kommen, der Preis würde über den Kaufpreis steigen und Sie würden einen Gewinn erzielen. Es kann aber auch schlecht kommen und Sie würden etwas verlieren. Entscheidungen, die zu einem Gewinn führen, sind mit Freude und vielleicht auch mit etwas Stolz verbunden. Entscheidungen, mit denen Sie verlieren, sind unangenehm. Sie sind mit einem gewissen Bedauern verbunden. Diese emotionalen Zustände bestimmen die nachträglichen Entscheidungen. Positive Emotionen wollen wir erleben, also realisieren wir die Gewinne, indem wir die Anlage verkaufen. Negative Emotionen wie Bedauern wollen wir vermeiden. Wir behalten also die Verluste mit der Hoffnung, dass Ihre Marktbewegung in der Zukunft über den Kaufpreis steigt. Wie Sie sicher gemerkt haben, werden unsere Emotionen und damit auch unsere zukünftigen Entscheidungen vom Kaufpreis bestimmt. Der Kaufpreis ist der Referenzpunkt, den wir anwenden, um zu entscheiden, ob es gut oder schlecht gekommen war. Der Kaufpreis liegt aber hinter uns, in der Vergangenheit. Wir sollten diesen Wert eigentlich ignorieren. Schließlich fahren wir auch kein Auto, indem wir uns ausschließlich an dem orientieren, was wir im Rückspiegel sehen. Würden wir das tun, gehen wir das Risiko ein, Hindernisse, rote Ampel, Velofahrer etc., die vor uns liegen, zu übersehen. Unfälle sind damit vorprogrammiert. Das gilt nicht nur für das Autofahren, sondern auch für unsere Entscheidungen an der Börse, wie wir gesehen haben. Im Alltag werden Referenzpunkte gratis angeboten. Das ist, um es Ihnen leichter zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Sie sollten aber vorsichtig sein, welchen Referenzpunkt Sie benutzen, denn nicht alle Referenzpunkte dienen Ihren Interessen. Wir haben gesehen, dass Anleger Mühe haben, Verluste zu realisieren, weil sie ihre Entscheidung nicht bedauern wollen. Diese Angst vor Bedauern beeinflusst die Entscheidungen auch im Vorfeld. Das wollen wir im folgenden Spiel sehen. Bei diesem Spiel werden Sie eingeladen, 10 Franken zu setzen, um das Spiel zu spielen. Eine unbehandelte oder faire Münze wird dann entscheiden, ob Sie 20 Franken dazu gewinnen können oder Ihre 10 Franken verlieren. Wollen Sie dieses Spiel spielen? Ihre Überlegungen gehen wahrscheinlich wie folgt.
Sie hätten gern 20 Franken gewonnen, aber sie möchten nicht unbedingt ihren Einsatz von 10 Franken verlieren. Wie wir gesehen haben, scheuen die meisten Menschen Verluste. In diesem Spiel ist ein Verlust gleich wahrscheinlich wie ein Gewinn. Für viele Menschen ist das viel zu riskant und sie würden das Spiel lieber nicht spielen. Würden Sie dasselbe Spiel nicht über eine Runde, sondern über zwei Runden spielen? Lassen Sie mich Ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wird das Spiel für zwei Runden gespielt, sehen die Chancen für einen Gewinn und das Risiko für einen Verlust anders aus. In der ersten Runde waren die Chancen und die Risiken gleich wahrscheinlich. Würde man aber zwei Runden spielen, würde man in drei von vier Fällen einen Gewinn machen und nur in einem Fall einen Verlust erleiden. Da die Chancen für einen Gewinn viel größer sind als das Risiko für einen Verlust, erscheint ein Spiel über zwei Runden attraktiver, als wenn es nur über eine Runde gespielt würde. Was lernen wir von diesem Beispiel? Wir lernen, dass langfristige Investoren sich nicht mit kurzfristigen Schwankungen auf der Börse beschäftigen sollten, sonst sinkt ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen und sie verzichten damit auf Renditen. Wenn Sie also Anlagen für die nächsten ein paar Jahre machen, sollten Sie nicht täglich oder stündlich schauen, wie diese stehen. Das würde Sie nur unnötig nervös machen und Sie würden möglicherweise im falschen Moment verkaufen. Besser wäre es, zu überprüfen, ob die Anlageidee stimmt. Nun lassen Sie mich zusammenfassen, was wir in dieser Lektion gelernt haben. Wir haben gesehen, dass Gewinne und Verluste bei uns Emotionen auslösen, die unsere nachträglichen Entscheidungen beeinflussen können. Wir tendieren dazu, Gewinne zu früh zu realisieren und Verluste zu lange zu halten. Wir haben auch gesehen, dass je öfter wir auf unsere Anlagen schauen, desto riskanter erscheinen sie für uns. Geschickter wäre es, die Anlageidee regelmäßig zu prüfen und wie beim Autofahren nach vorne nach Hindernissen zu schauen, anstatt im Rückspiegel. Damit möchte ich diese Lektion abschließen. Bis zum nächsten Mal.